Jo. Jetzt bin ich am Argon, ich weiß genauso viel wie ihr. Wie komme ich da unten hin? Ich brauche doch nur den einen NPC. Der jetzt nach 50.000 Tagen hat vielleicht der eine was zu sagen. Das heißt, wir verdanken euch die Schlitter des Siegelsteins. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber... Ja? Seid ihr fündig geworden? Ja. Eigentlich nicht. Oh Mann, ich hab doch einen... Oh, das ist doch doof. Ich glaube, ich habe es beinahe verkackt. Beinahe wäre ich abgestürzt. Oh, hier kein Geländer. Warum ist denn hier kein Geländer? Man kann ja aber auch nicht runterfliegen. Kann man, glaube ich, generell nicht. Skola. Was ist die Skola? Ach, das ist Schule oder so, ne? Akademie. Trainingsraum. Das Wunderkind. Wie schön. Da ist aber jemand neidisch. Neidisch auf meinen Schürfer? Ja, komm, ich zeig dir meinen Schürfer. Ist es wichtig? Das Ding, das Gegner fast one-hitted. Ich würde es gerne noch stärker machen. Damit es wirklich jeden one-hitted, aber... Mir fehlt entweder die Geschichte dazu oder... Man erwartet viel von euch. Ich darf da nicht rein, das ist doch unfair. Warum darf man da nicht rein? Wieso darf ich nicht in Sonnentempel, Alchemist und Magie rein? Haben die nur zu bestimmten Tageszeiten geöffnet oder wie? Also wenn das noch so weitergeht, dann muss ich das wirklich anders machen. Chronikum. Draußen verdunkelt sich bedrohlich der Himmel bei mir. Der nimmt so einen Hauch von Beige an und wird immer dunkler. Was? 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 Huh, hier gibt's ja noch ein Archiv. Ja? Liam. Archiv haben wir, glaube ich, schon mal. Prophetin, gibt es etwas? Ja, vielleicht gibt es ja hier doch ein Buch, das ich suche. Man kann ja mal gucken. Das sind Deko-Bücher, die kann man nicht ansehen. Super. Toller Raum. Soll aber wahrscheinlich auch eine Bibliothek und dann, ja, wie gesagt, das Archiv darstellen. Und hier geht's wieder raus. Das heißt, wir verdanken euch die Schlitter des Siegelsteines. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal sagen würde, aber hab Dank dafür. Ja, passt schon. Vor allem die Splitterer, ne? Ich habe ja nur einen gefunden. Was? Gesundheit. Ja, ja, das könnte klappen. Was? Ja?
Irgendwann vielleicht näher. Ich finde das nicht. Rena Shalam, Prophetin. Seid gegrüßt. Du bist mein Licht, mein Schimmer am Horizont. So, so. Ist das das? Und deinen Pfad will ich ehren. Im Leben und im Tod. Ihr benötigt einen Schlüssel. Geräusche, ey. Man erwartet viel von euch. Ja, dann erwartet mal mehr. Wenn wir endlich Fortschritt machen, aber der Fortschritt bleibt stehen. Die den roten Wahnsinn band. Die Mysterien dieser Welt sind wirklich endlos. Hoffen wir, dass die Arkanisten sie rekonstruieren können. Wo sind die Tür hin? Unten? Was? Alter. Was? Gletscherrunde. Um sie zu jagen. Steht unter Strafe. Da ist jemand verschwunden und die hat sich gerade das Wetter geändert. Meinte ich, kann jetzt darunter? Boah, da ist jetzt mit reingegangen. Da ist doch eher ernsthaft jemand reingegangen. Alter, mach die Tür auf, ich will da rein. Klopf, klopf. Oh Mann. Mach die Tür auf. Ich will da rein. Mach die Tür auf. Hey, cool, ich kann mich damit selbst durch die Welt schieben. Vielleicht kann ich mich damit durch die Welt backen. Verdammte Neremesen. Wie kann dieser Koarek nur so verblendet sein? Beeindruckende Waffe, die ihr da tragt. Die muss uralt sein. Bist du auch da rein? Kannst du mir die Tür aufmachen? Huch, jetzt habe ich den einmal mitgenommen. Bitte mach die Tür auf für mich. Gesundheit. Warum haben alle einen Schlüssel, nur ich nicht? Mann, ich muss da rein. Ich muss mit den Typen sprechen. Ich bin fast drauf und dran, die Quest unten abzugeben. In der Unterwelt. Über die Rüstkammer rein. Wahrscheinlich nicht, aber probieren wir es mal. Shit,
man Glück, wenn so wissen, ist das eben. Wenn man einen Pickel kann. Klingt fast so, als wäre der Schmied hier nebenan. Mal fast zum Gruß. Oh, das sieht doch mal recht ordentlich aus hier. Die Schwerter. Das darf ich nicht vergessen. Genau, die Schwerter. So, ich speichere mal hier ab. Ich habe da drin abgespeichert. Nein. Na gut, dann ist es mir jetzt auch egal. Nochmal speichern und hier nochmal speichern. Und dann. Zack. Unlock. Jetzt gehe ich einfach hier rein. Das ist doch kacke. Wieso habe ich keinen Zugriff auf diesen Raum? Guck mal, das sieht so aus. Und der kommt da extra zu mir. Na sowas. Ihr seid die Prophetin, nicht wahr? Ja, das könnte man so sagen. Ich bin Thorius Flammentor. Ja, natürlich. Wer kennt die beiden? Was? Wie? Die Frage mag etwas eigentümlich erscheinen, aber hattet ihr die Möglichkeit, etwas von ihnen zu bergen? Selbstverständlich. Die Abzeichen der Apothekarii. Es ist ein Ritual. Immer wenn einer vom Bund dahinscheidet, wird sein Amulett in Saldrins Hallen aufgehängt. Als Erinnerung sozusagen. Sie sollten silbern sein mit einem violetten Juwel. Habt ihr sie gefunden? Ich fürchte nein. Verdammt. Dann bleibt ihnen auch noch diese letzte Ehre verwehrt. Nun ja. Dennoch, danke für die Kunde. Ich werde so bald wie möglich eine Taube zum Bund schicken und sie informieren. Ich habe da etwas, das euch interessieren dürfte. Thorius Balthas Pilz geben. Und was? Schwarzblende. Das ist harter Tobak. Ihr tatet gut daran, uns den Pilz zu übergeben. Oh. Wer weiß, was er in den Händen dieses alten Mannes noch hätte anrichten können. Eine Pilzplage in Ark, das wäre... Puh. Ihr wisst, was ich meine. Hier, nehmt das als Geste unserer Wertschätzung. Ich denke, das ist das Mindeste. Was wollt ihr hier? Level up. Das darf man auf Mana. Verschwindet auf der Stelle, oder ich alarmiere die Garde. Danke. Ich danke euch. Durchwirken! Alter! Erzähl mir etwas über den Buddha Budkari. Euer Wissensdurst in Ehren, aber ich bin kein Magister und habe alle Hände voll zu tun. Zusammengefasst, wir sind Heiler. Und unser Pfad ist es, auf magischen und alchemistischen Wegen körperliche Leiden zu kurieren. Unser Kloster ist weit im Norden, auch wenn ihr es aufgrund des derzeitigen Schneefalls kaum erreichen könnt. Wenn ihr euch für unsere Geschichte interessiert, dann lest am besten ein Buch. Es gibt da eine Menge. Yeah, wir haben Wissen. Was habt ihr herausgefunden? Tränke? Gerne doch. Hast du Ambrosia? Nein. Könnt ihr mir etwas hohen Wahnsinn? Habt ihr vom Offensichtlichen mal abgesehen? Nicht viel, leider. Das einzig Erwähnenswerte wäre, dass es extrem schwer ist, festzustellen, wann jemand von ihm befallen ist. Die betroffene Person beginnt erst sehr spät, ich nenne es mal offensichtlich, verrückt zu werden. Und dann ist sie bereits unberechenbar.
Wenn wir nur herausfinden könnten, wie genau dieser pyräische Siegelstein funktioniert. Reden wir nicht darüber. Es ernüchtert mich nur. Schreitet wohl. Wie er mich erst angegriffen hat und dann einfach in Ruhe gelassen hat. Merkwürdig. Also wieder abgeschlossen. Ich tue mal so, als wäre das nicht passiert. Ich speichere noch nicht ab, außer dem Quick Save. Ich glaube, ich habe hier einen. Genau, ich habe hier einen direkten Sicherungssave davor. Zwei sogar. Falls ich jetzt angegriffen werde und so weiter. Aber pass gut darauf auf. Magister Aragorn hat. Geht weiter. Was verlierst. Werde ich nicht. Keine Sorge. Hast du es gehört? Diese Frau. Das. Ihr seid. Das, was Magister Moment. Hero getrieben ihr wart hat. Doch mit Sakharash. Moment mal. Ihr seid doch. Meint ihr wirklich, ihr könnt dem Gesetz entkommen? Es ist mir egal, wer ihr seid. Auch für euch gelten die Regeln. Auf diesem heiligen Boden erst recht. Also, hier sind eure Optionen. Ihr zahlt einen Tribut an den Heiligen Orden. Hier und jetzt. Oder ihr wandert ins Gefängnis. Und ich warne euch, keine faulen Tricks. Pass auf das Buch. Ja, ich möchte bezahlen. Mach ich. Schreite wohl, Bruder. Na schön. Mitkommen werdet ihr trotzdem. Ja, dann komme ich halt mit. Haben wir eine extra Ladezone in der Folge. Zahle ich lieber Geld, dann habe ich den Kopfgeld weg und dann habe ich dafür eine Quest erledigt und das ist es mir wert. Das Problem ist, ich bin immer noch keinen Schritt weiter, außer dass ich Amulette hätte mitnehmen können. Offensichtlich hätte ich die, was hätte ich da noch mehr machen können. Egal. Huch, wo bin ich denn jetzt? Boah, direkt vorm Gefängnis. Naja, gut, egal. Sind wir halt im Ark.